Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Kiwis Stricklust. Folge Nummer 201. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir letzte Woche die 200. Folge schon von mir hatten. Und ja, ganz lieben Dank für eure ganz netten Kommentare zum Podcast, zum Inhalt. Vielleicht einfach nur so. Bei manchen verteile ich Herzchen, dann habe ich alles gelesen. Wenn irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anmerkungen sind, dann versuche ich euch auch eine Antwort zu geben. Aber manchmal erlaubt es die Zeit nicht so und demzufolge bin ich immer ein bisschen schwach auf der Brust, gebe ich gerne zu, mit den Kommentaren. So, für alle, die jetzt neu hier in diesem Strick-Podcast oder ach, nennen wir es Stricktagebuch, weil ein Podcast ist ja eigentlich Audio und ihr seht mich ja, ihr hört mich nicht nur, obwohl viele ja stricken und nur zuhören und ab und zu mal hochgucken. Das kenne ich. Also herzlich willkommen jedem Neuen, der hier reinschneit. Hier geht es ums strickige Thema, um alles, was mit Wolle zu tun hat. Jetzt kommt ja Danove schon wieder rein. Mäxchen. Was ist los? Leg dich hin. Du hast jetzt Futter gekriegt. Jetzt ist Ruhe. Ja, ich muss hier aufpassen mit der ganzen Kabellage. Leg dich einfach irgendwo hin. Und von mir aus auch in den Koffer, der noch nicht gepackt ist. Denn morgen geht es wieder los zum Strickwochenende. Ja, vom letzten Wochenende werde ich ein klein bisschen erzählen und ein paar Bilder hinten ranhängen, die mir netterweise von den Teilnehmerinnen zur Verfügung gestellt wurden. Also so das, was ich zeigen kann und möchte. Und ja, ich selber komme immer gar nicht dazu, ein paar Fotos zu machen. Das ist dann immer schade. Und ich bin dann immer sehr glücklich, wenn ich von den anderen Teilnehmern mal so drei, vier Fotos noch bekomme, die ich dann bei mir sammeln kann. Und wenn ich dann wieder den neuen, na, Flyer ist es ja nicht, aber das Blatt, was ihr alle dann immer bekommt, wenn, sprich für 24 wird Anfang Januar das ja dann rausgehen, dann kann ich ein paar Fotos mit einfügen und dann muss ich nicht immer auf die alten Fotos zugreifen. Genau. Worum geht's denn heute? Also ein klein bisschen erzähle ich für alle, die dies interessiert, aber eher so am Ende was vom Strickwochenende, dass ihr nicht, den das nicht interessiert, der kann dann vorher abschalten. Wolle habe ich zwar gefärbt, aber die kommt erst nächste Woche in den Shop. Die kann ich euch dann bloß wieder auf Instagram oder vielleicht hier mal auf YouTube für die, die nicht auf Insta sind, ein paar Fotos machen. Die sind noch drüben, müssen noch gestrengelt werden, gelabelt werden, verpackt werden. Die kommen morgen erstmal mit zum Strickwochenende. Sprich, ich bin ja heute Mittwoch. Heute haben wir den 14. Morgen am 15. startet das Strickwochenende, das dritte in diesem Jahr. Und ich habe ein klein wenig gestrickt, viel nicht. Ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt, aber ich habe die Zeit mit den Teilnehmern diese 4 Tage so genossen und wir haben uns so toll unterhalten und Erfahrungen ausgetauscht und tolle Gespräche geführt. Ja. Eine Teilnehmerin kennt ihr, die Alex vom Kanal Wolleule. Ich glaube, sie heißt nur Wolleule. Alex, ich schreibe das rein. Sorry, wenn ich jetzt den Kanal falsch gesagt habe. Also auch YouTuberin hier bei uns macht ganz tolle Häkelanleitungen und auch Strickanleitungen. Also so Tutorials, hat auch einen Etsy-Shop, färbt Wolle. Könnt da gerne gucken. Ich verlinke alles. Ja, das war ein wirklich tolles Erlebnis, auch mal jemanden, so wie es euch geht, wenn ihr zu mir kommt, ihr kennt mich ja. Und bei mir war es diesmal auch so, dieses Aha-Erlebnis. Ich kannte Alex auch nur aus den Videos und habe mich so gefreut, na, wie ist denn so die Person hinter oder vor der Kamera im Grunde genommen? Man kennt sie ja nur hinter der Kamera oder umgedreht. Also ich sitze jetzt vor der Kamera. Und ihr seht mich, ihr seid hinten. Ich red mich schon wieder um Kopf und Kragen. Ihr wisst aber, was ich meine. Also, es war wirklich sehr, sehr schön. Und da erzähle ich am Anschluss noch ein bisschen was,
Also, wie gesagt, viel gestrickt habe ich nicht, aber ich wollte heute mit euch mal eine kleine, naja, ich kann also tutorialmäßig so mit dem, dass ihr nur die Hände seht, die Kamera so gedreht wird. Ich glaube, der Ständer, den ich da neu gekauft habe, den kann man klappen. Könnte man dann auch mal irgendwann ausprobieren, wenn da Bedarf ist. Aber es gibt so wahnsinnig viele Tutorials und ja, warum soll man da auch noch irgendwas ins All oder in die Strickwelt schicken? Mir geht es ja auch so, es gibt so wahnsinnig viele Sachen, Videos zu ein und demselben Thema und dann guckt man sich eben halt so zwei, drei an. Oder ja, man weiß nicht, welches nimmt man. Also ja, deshalb muss ich da nicht auch noch auf den Zug aufspringen. Aber vielleicht interessiert die einen oder den einen oder die andere, was ich heute anhabe. Kommen wir auch noch kurz zu. Und zwar ist das ein ganz alter Pullover schon in Netzoptik. Ihr seht, ich habe einen Top drunter. Und zwar ist das dieses, glaube, das heißt Rosenmuster oder so. Also das ist so eine Netzoptik, aber das sieht auch so, fässt sich auch an wie kleine Böbbelchens. Das habe ich aber vor Jahren mal gestrickt und zwar damals noch, als ich gestrickt habe von unten nach oben. Ganz einfach zwei Teile, ungefähr in der Hälfte hier, wo so die Ärmelchen sind, habe ich einfach nur bis hierher geht's. Dann habe ich so vier, fünf Maschen oder so dazu genommen, habe das weiter gerade hochgestrickt, dann nachher zusammengenäht und da konnte ich noch nicht den Matratzenstich. Ich weiß gar nicht, habe ich es genäht, habe ich es gehäkelt. Auf alle Fälle fällt es nicht auf. Also Pi mal Daumen mal Fensterkreuz. Da haben sich meine Teilnehmer ja immer drüber amüsiert. Zusammengenäht und dann nochmal ein kleines Bündchen ran. Hier oben auch. Das ist einfach nur gerade. Das wäre jetzt sozusagen, also, ups, jetzt bin ich aber ein wenig wild durcheinander. Aber wie sage ich immer so schön, egal. Einfach nur, damals habe ich noch nicht so mit den Halsausschnitt geformt mit den Zunahmen, Abnahmen und so weiter, sondern einfach nur gerade abgekettet und dann in der Mitte. Also eigentlich wäre es ein U-Boot-Ausschnitt, aber ich habe es ja nicht so lang, also das, wenn man zusammennäht, nur bis hierher und dann habe ich einfach nur kleines eins rechts, eins links Bündchen oder so wieder gemacht und aus die Maus. Also einfach nur geradeaus hoch an der Seite, wo man dann so denkt, okay, da könnten so die Ärmel sein, ein paar Maschen an jeder Seite zugenommen und dann weiter hochgestrickt und dann abgekettet und das gleiche Vorderteil und Rückenteil und dann nur zusammengenäht, so Pi mal Daumen geguckt, wie ist es mit dem Ärmel und dann ja, noch ein Bündchen ran, fertig. Also das ist auch eine ganz einfache Arten Pullover zu stricken und das ist wie gesagt so ein richtiges, ist zwar Polytierchen, aber das ist so eine Netzoptik und das ist so ein ganz, ganz alt. Ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem Video, wo ich mal ganz viele alte Pullover von mir in einer Folge, ich weiß die jetzt nicht, vor 2 Jahren oder so, da habe ich mal so einen riesen Stapel Pullover und habe gezeigt, was ich so gestrickt habe und da war der, glaube ich, auch bei. Das ist so ein DDR-Polygon mit so einem leichten, also ihr seht das jetzt nicht, aber er glänzt. Also da ist so ein leichter Glanzfaden drinne. Konnte man zu DDR-Zeiten, wie gesagt, auch schon. Und ja, den trage ich ab und zu mal, weil, wie gesagt, ja, gerade so in der Zeit, wo es nicht ganz so heiß ist, wir haben es im Moment, Mädels. Naja, wenn ihr das seht, dann wissen wir sowieso nicht, wie das Wetter ist am Strickwochenende. Bei uns fängt es ganz leicht an zu nieseln. Es ist auch heute bewölkt, der Tag. Gestern war es noch schön, aber da wurde es auch schon kühler. Wir werden mal sehen, wie es sich entwickelt. Also, es wird nicht viel Regen runterkommen, ist nicht angesagt. Aber so ein ganz leichtes, die Luft hat sich jetzt so richtig schön abgekühlt. Und da passt so ein Pullover dann natürlich auch perfekt. So.
Was ich euch noch schuldig bin, ich war vor 2 Wochen, genau, vor 2 Wochen, wo wir in, war das, ja, vor 2, wo wir in Hoppegarten zu dem Garten, zu der Gartenausstellung, wo ich beim vorletzten Mal was oder letzten Mal was erzählt hatte. Da waren wir vorher noch auf dem Trödelmarkt. Genau. Und ich habe ja so eine Affinität zu Spinnrädern. Und ich habe bei mir drüben in der WPS schon im Regal so ein kleines Spinnrad zu stehen, so als Deko. Und am Stand, an einem Stand, das eine ist nicht komplett, aber als Deko, es soll ja nur ein Dekorad sein. Habe ich für 1 Euro, habe ich gesagt, das muss mit. Das muss mit. Ich weiß, hier fehlt irgendwas. Also hier sieht man ja, hier fehlt das Teil, wo hier, wo man das dann das andere Strippelchen ranführt, war nicht mehr vorhanden. Habe ich gesagt, nehme ich trotzdem mit für 1 Euro so zum Hinstellen und im Regal dekorieren, da wo die Spinnfasern und die Handspindeln und sowas liegen, ist das immer sehr schön. Und dann habe ich noch eins, und das ist natürlich auch 1 Euro. Ich habe wirklich einen Schnapper gemacht. Und ich führe es mal vor. Wartet mal. Eine Spieluhr. Ist das nicht genial? Und das Rad ist doch wirklich richtig schön. Und jetzt mache ich wieder aus. So. Ich weiß, dass hier, wenn ich hier die Strippe reinmache und hier unten sind 2 Löcher, hier seht ihr, hier oben, hier und da, und von hier unten ist so ein, ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich hier jetzt eine Strippe rumwedle, einfädle, das muss ich mit einer Nadel machen, von unten nach oben, und hier könnte ich mir sogar vorstellen, dass, wenn ich das dann hier zusammen habe und dann das Spinnrad, also diese Spieluhr angeht, dass sich das Spinnrad dann dreht. Aber das musste für 1 Euro auf alle Fälle mit. Das wollte ich euch beim letzten Mal schon zeigen, habe ich versaubügelt, habe ich vergessen. Jetzt habe ich es euch gezeigt, also gefällt mir wahnsinnig gut. Und bei dem Preis kann man natürlich nicht Nein sagen. Und jetzt habe ich schon sozusagen 3 so eine kleine Mini-Spinnräder, die dann so im Regal stehen, und das ist dann immer irgendwo ein schönes Deko-Objekt. So, jetzt nehme ich erstmal, wir haben schon fast eine Viertelstunde und ich habe noch nichts weiter gezeigt. Hab ja auch nicht. Hab ja auch nicht viel. Also, ich habe gestrickt an meinen beiden Pullovern, die ich euch ja gezeigt habe. Das ist der eine, der mit dem Rundausschnitt, den ich aus der Wolle von der Ätna. Jetzt wollte ich eigentlich einen Bügel. Moment, ich hole meinen Bügel. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt schnell einen Bügel geholt. Also das ist noch nicht die Endversion, das ist der Prototyp, weil mit dem Hals oben bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Hinten ist ja diese Raglan-Methode, die Zunahme, und vorne ist ja die Zunahme mit der Contiguous-Methode, also erst in die Richtung. Dadurch hast du ja hier oben das breitere Teil und dann biegt das ja ab. Und an der Seite, hatte ich ja gesagt, mache ich hier dieses schöne Muster mit rein und stricke das mit hoch. Also das ist die eine Variante. Hinten der Halsausschnitt ist auch mit verkürzten Reihen gestrickt, sodass vorne und hinten sieht man eigentlich ganz gut hier, dass das höher ist als hier. Aber wie gesagt, so ganz zufrieden mit dem Rundhalsausschnitt bin ich noch nicht. Aber ich muss mal gucken. Ich stricke das Teil jetzt auf alle Fälle fertig. Die Ärmel auch. Da werde ich erstmal wahrscheinlich nur 3/4 Ärmel oder ich lasse den hier erstmal kurz. Mir geht es ja um die Konstruktion hier oben. Die Ärmel kann man dann immer noch machen, damit ich dann
relativ zügig fertig werde. Also werden das hier nur kurze Ärmel und das werde ich auch nur so noch ein Stückchen machen. Am Ende weiß ich ja, wie sich die Wolle denn verhält. Das soll ja erstmal der Prototyp werden für diese Form. Und dann werde ich das nochmal nachstricken. Dann habe ich ja was, wo ich eventuell noch was verbessern kann. Das ist so bei uns Designern, ja, klingt immer so hochtrabend, aber da steckt doch eine ganze Menge Köpfchen und so weiter drin. Und ja, Kopfarbeit, aufschreiben, rechnen und so weiter. Aber ich glaube, das wird ein richtig schöner Sweater für den Herbst. Den könnt ihr dann, wie gesagt, mit Langarm, mit Kurzarm, mit Dreiviertelarm machen. Ich ziehe das immer auf diese ganz einfachen Scooby-Doo-Bänder. Und ja, hier wieder. Also hier, der ist so ansonsten ganz schlicht. Hier wird an den Ärmeln auch nichts. Bei dem Bündchen, ich zeige es mal von hinten, da sieht man es besser, habe ich mich für das durchbrochene Rippenmuster entschieden, weil ich finde, das hat dann auch ein wenig mehr Stand. Ob ich das jetzt vom Halsausschnitt, also von der Blende, so lasse oder ob ich das dann im Originalteil noch ein klein wenig mehr stricke, muss ich sehen. Zumindest ist das für mich ein schönes Muster und das kommt auch an als Abschluss bei den Ärmeln und unten als Bündchenmuster auch. So, das war das eine. Daran habe ich ein paar Runden weiter gestrickt, wie gesagt. Und dann habe ich ja noch in der Pipeline. Ach Mensch, den Bügel brauche ich doch. So, also Bügel raus, Bügel rein. Und dann zeige ich euch das hier nämlich gleich richtig. Das ist ja dann jetzt diese andere Methode. Da ist noch nichts oben dran. Da kommt noch wahrscheinlich bei der Seite, weil das vorne ein V-Ausschnitt hat und der ja schon so angedeutet ist, ist es logisch, dass ich dann hier über den Rücken dann auch noch ein I-Cord mit dran mache. Das ist zwar kein I-Cord, sondern das sind ja nur diese drei Maschen, aber ich finde, das sieht aus wie ein I-Cord und da bietet sich das als Abschluss an. Und bei dieser Variante habe ich nicht hier an der Seite, da stricke ich glatt rechts. Ich stricke hier auch glatt rechts. Dafür geht das Muster komplett auf den Ärmeln lang. Hier auch auf den Ärmeln. Und hier kommt das Muster dann sozusagen genau in der Mitte, da wo sich das trifft. Und ich finde, das ist dann auch eine schöne Variante für den Pullover. Sozusagen zwei verschiedene Pullover mit der gleichen Methode. Diese vorne, diese Contiguous-Methode, hinten diese Raglan-Methode, finde ich, sitzt sehr gut am Ärmel. Und da habe ich ja hatte ich ja letzte Woche an schon das Sommertee gestrickt nach der Methode, bloß eben halt nicht mit diesen Mustern. Das ist jetzt mehr so was für das dickere Garn. Bei dem Sommertee ist es ein dünnes Garn und da habe ich ja das Lace mit gestrickt. Mäxchen? Mir war so. Okay, also daran habe ich auch ein bisschen weiter gestrickt und muss auch, weil das soll jetzt auch bald fertig werden, weil die Teststricker warten schon sehnsüchtig. Und das wird als erstes in den Teststrick gehen, weil da bin ich sozusagen mit dem Ausschnitt zufrieden und das passt auch sehr gut. Da muss ich jetzt nur noch die Größen, die gehen, glaube ich, von S bis 2XL oder so, muss ich mal schauen. Und ich werde es dann eventuell auch nochmal mit angeben, wegen der Maschenprobe, wegen der Weite, dass man, wenn man möchte, dann kann man ja ab hier unten noch ein bisschen zunehmen. Ich werde sehen, ich habe hier sechs Maschen aufgenommen für die Ärmel. Ich bin aber gespannt, ob ich das brauche, ob der Ärmelumfang wirklich mit dieser Zunahme ist oder ob ich die Zunahme in den nächsten 2, 3
Runden vom Ärmel dann wieder schließen werde. Das muss ich dann sehen, sprich zusammen, dann hat man so einen kleinen Keil drin und dann hat man, ist man wieder bei der bei den Ausgangsmaßen, weil so auf dem Band gezogen und dann anprobiert, ja, muss man denn sehen, wie es aussieht, wenn es denn richtig 2, 3 Runden gestrickt sind. Ihr wisst ja, ich kann auch ratzfatz wieder zurückstricken, da bin ich ja schnell. Ansonsten ist das oder wird das wirklich ein schöner, den man gut im Herbst, im Frühjahr anziehen kann. Dadurch, dass er den V-Ausschnitt hat, kann man den aber auch gut und gerne mit einer Bluse im Winter drunter anziehen oder mit einem leichten Rollkragen-Shirt. Es gibt ja auch diese Shirts, die nur so angedeutet sind, wo man so einen Rollkragen hat. Und dann kann man das auch machen. Also es ist sozusagen mit Sport gestrickt oder die Kee. Ich gucke lieber nochmal nach, ehe ich hier was Falsches sage. Ist groß genug geschrieben, brauche ich nicht gucken. Wir haben, wo steht's? Da 121 Meter, also 120 Meter auf 50 Gramm, sprich 240, ungefähr 240, 250. Ja, ist so ein Zwischending zwischen Decay und Sport. Also es würde noch bei Decay-Stärke durchgehen, aber ja, ihr könnt das dann auch eventuell anpassen. Muss ich mal schauen. Ne? Und das war ja das Garn, was ich von Woolhouse zur Verfügung gestellt bekommen habe für diesen Teststrick. Und die King Cool. Und ja, ist auch ein schönes, weiches Garn. Die von Edna, das war 100% Wolle, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Und die hier von King Cool hat 30 Acryl, 50 Wolle und 20 Poly. Also auch pflegeleicht dann dieses Garn, fässt sich auch sehr schön an. Also da geht's jetzt auch mit großen Schritten weiter. Das nehme ich auf alle Fälle auch wieder mit zum Strickwochenende. Und weil ich brauche ja jetzt nur die Runden machen und das Muster vorne ist so einfach, das habe ich am Kopf. Und jetzt sind wir bei, das Muster ist so einfach, das habe ich ja im Kopf. Ich habe wieder rausgekramt, ich habe mal nachgeguckt im Video. Vor 4 Monaten habe ich Socken gestrickt oder angestrickt. Einer ist fertig und das ist ja der aus meiner Eisvogelfärbung. Und da läuft ja hier so an der Seite, deshalb, das ist der eine Fuß. Und da läuft das auf der Seite lang, das Muster. Das ist aus der Softsock. Die werde ich aber wahrscheinlich nicht mit reinnehmen. Die Key ist jetzt wieder drin. Und von wegen leichtes Muster, den zweiten habe ich dann, auch schon angeschlagen. Da muss ich bloß weiter stricken. Da bin ich schon über die Ferse. Da ist das natürlich dann auf der Seite das Muster. Also sozusagen gegengleich. Und ich musste jetzt etliche Runden wieder zurückstricken, weil ich wusste nicht mehr ganz genau, wie ich das Muster gestrickt habe. Und da musste, ja, ich habe den Zettel irgendwo in einer Projekttasche, wo die mal drinne waren und da sind sie, da war jetzt die Socken nicht mehr drinne, weil ich die schon mal rausgekramt habe und jetzt, ja, muss ich erstmal in meinem Kreativchaos wieder nachforschen, wo denn das Muster ist. Aber ich habe jetzt extra zurückgestrickt. Ich weiß jetzt wieder, wie ich dieses Muster gestrickt habe. Das sind ja nur 8 Maschen. Also hier so eine wird am Anfang immer verschränkt rechts. Und hier, dass es eine gute Einfassung gibt. Dann sind ja die linken die 2. Dann haben wir schon 6. Und dann wird hier in der Mitte bloß mit Umschlägen und Zusammenstricken dieses Muster gebildet. Also 8 Maschen hat der Mustersatz. Finde ich, reicht voll aus. Also den will ich jetzt auch auf alle Fälle noch ein bisschen weiter stricken, damit ich das Paar dann auch endlich fertig habe.
Und dann hatte ich ja in der letzten Woche euch erzählt, dass ich bei Ätna dieses Kollengarn, dieses Baumwollleinengarn gekauft habe. Und in diesem schönen Kaktusgrün, also das ist so ein ganz, ja, man könnte auch schon fast schilfmäßig sagen, das hat ja die Farbnummer 2811, hat 150 Meter auf 50 Gramm, also ein Sportgarn, 300 Meter auf 100 Gramm und genau die gleiche Lauflänge wie meine Mera, die mit Rami. Und da will ich mir jetzt ja ein Sommeroberteil stricken und ich habe beim Strickwochenende mal so Pi mal Daumen, mal Fensterkreuz, da haben die sich immer drüber amüsiert, über den Spruch, eine Maschenprobe gemacht. Und habe dann einfach mal angeschlagen, hatte mir ein Muster rausgesucht, wovon ich jetzt aber wieder ab bin. Und da musste man in meiner Größe M, ich glaube, es waren 100, 158 Maschen anschlagen, haben wir auch gemacht. Habe auch so ein paar Reihen gestrickt. Und abends, das war von Sonnabend zu Sonntag, habe ich dann Zeit gehabt, noch, also ich konnte nicht schlafen und dann habe ich noch ein bisschen Podcast geguckt bei dem einen oder anderen und unter anderem bei Apple Banne wieder. Ich grüße dich, Inga. Und sie hat auch wieder einen schönen Podcast und da war wieder das Thema Maschenprobe. So. Und dann hat sie das so toll für mich nachvollziehbar erklärt, gerade bei Garnen, wo man niemand nicht kennt, wo man nicht weiß. Also wenn ich weiß mit meinem Fingering-Garn, welche Nadelstärke, da weiß ich, wie es sich verhält, wie, ob es wächst oder nicht. Klar macht man eigentlich immer eine Maschenprobe, aber wenn man wirklich schon x-mal mit so einem Garn gestrickt hat, dann macht man es doch meistens nicht. Und Maschenprobe ist ja nicht gleich Maschenprobe. Frau Turek hat ja früher mal von wegen Maschenprobe. Also da wollte ich ja nur mal gucken, wie es so von der Nadelstärke her ist. Das waren denn so eine kleinen, das sind ja eigentlich Pröbchen, da kann man nicht allzu viel. Eine Maschenprobe ist wichtig. Im ungewaschenen Zustand hat Äppelband, und das leuchtete mir ein, ich erzähle es gleich, im ungewaschenen Zustand auszumessen und die dann auch nochmal waschen und so ein bisschen. Naja, viel blocken nicht, aber so in ein bisschen zurechtzuppeln und dann nochmal ausmessen. Und dann kann man, wie gesagt, die wirklich erst richtig ausmessen. Okay, kann ich hier auch. Dann muss ich eben halt nur 3 cm und 3 cm messen und muss mir das alleine hochrechnen. Ist aber nicht so genau, als wenn man wirklich die 10 cm hat. Also habe ich mir am Sonntag mich hingesetzt. Wir haben ungelogen, die Sabine und Alex, wir haben die Nadel gezogen von dem, was ich ja schon angeschlagen hatte mit dem Garn. Und dann haben wir mal geguckt, es wäre viel, 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 viel zu weit. Es wäre oversize ohne Ende. Manch einer möchte ja gerne oversize, manch einer nicht. Ich mag es auch, aber nicht so sehr. Und dann habe ich zu Hause eine Maschenprobe gemacht am Sonntagnachmittag auf der Couch. Und so wie Inga gesagt hat, man ärgert sich dann wirklich die Platze, wenn man erstmal angefangen hat und gestrickt hat und dann denkt, ja, und wie es dann im gewaschenen Zustand und im nicht gewaschenen Zustand, jetzt habe ich das Kärtchen nicht hier. Ich habe doch so extra so ein kleines Kärtchen. Das kann doch jetzt nicht weg sein. Wo habe ich das jetzt hingelegt? Auf dem Tisch liegt es nicht. Da muss ich es euch eben erzählen. Also der Unterschied war wirklich, jetzt habe ich eine Maschenprobe gemacht. Und zwar wirklich ungefähr, das sind, ich habe mal gemessen, 20 Gramm Wolle, die da schon alleine drauf gegangen sind. Okay, wer jetzt wirklich nur begrenzt Wolle hat für ein Projekt, also man sollte wirklich, wenn man ein Projekt strickt, mindestens ungefähr 50 Gramm mehr kaufen, so ein kleines Knäuelchen,
Und dann wirklich Maschenprobe davon machen, auch wenn man nachher ein Muster strickt. Ich will ja jetzt kein Muster stricken. Ansonsten könnte man vielleicht einen machen, wo man Muster macht, einen, wo man kein Muster macht. Und das ist jetzt die Maschenprobe nach dem Waschen. Und sie ist nicht, das ist ja Baumwollein, sie hat sich in der Länge nicht weiter verändert, sie hat sich in der Breite ein bisschen verändert, um ein paar Maschen. Ich mache natürlich immer noch hier, obwohl ich ein Kärtchen dazu geschrieben habe, das wurmt mich jetzt, dass das hier irgendwo runtergefallen ist. Ich hatte das doch extra in der Tasche, wo die Wolle drin ist, habe ich jetzt nicht. Doch, 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 Kinder, ich hab's. Ich habe mir ja hier sowas gekauft, so eine kleine Teilchen. Das sind so eine Geschenke, Anhängerchen, da kann man das gut ran. Dann wird es sozusagen schön festgemacht, wird ran und dann hat man hier sozusagen immer parat. Und im ungewaschenen Zustand hatte meine Maschenprobe genau 30 Reihen und 22 Maschen. Und im gewaschenen Zustand sind die Reihen geblieben, aber es sind 24 Maschen. Also es ist ein bisschen in die Breite. Damit weiß ich, dass das nachher, okay, Baumwolle, vielleicht durch den Leinenanteil zieht sich, weil es ja doch ein schweres Garn ist. Also es wird auf alle Fälle aber nicht allzu viel in die Länge gehen. Aber ich weiß, dass es ein bisschen in die Breite geht und demzufolge werde ich. Ich habe mich jetzt für einen ganz einfachen Raglan entschieden und deshalb habe ich auch hier schon, das habe ich ja gesagt euch, wie ich das immer mache, Häkelnadel, habe meine Luftmaschenkette, ganz einfach, so mache ich das ja immer, so die Luftmaschenkette geht hier so locker um den Kopf rum, wenn ich die jetzt hier so rum habe. Und das dann so sozusagen ungefähr ist das vom, also nicht zu weit, der Ausschnitt. Ich könnte, aber die Baumwolle gibt nicht mehr allzu viel nach. Also ich werde noch, das mache ich dann Pi mal Daumen auf Fensterkreuz, nochmal 4 Luftmaschen weniger machen. Und dann nehme ich, und deshalb wollte ich das ja jetzt mal mit euch machen, ich habe jetzt eine Nadelstärke 3, was steht drauf? 3, mit 3,0 stricke ich. Ich hatte die Maschenprobe erstmal mit 3,5, das war nichts. Es steht zwar drin 3,5, aber ich bin, wie ihr sagt, ja auch ein Lockerstricker. Also ich bin eine Nadelstärke tiefer gegangen und oder eine halbe. Von 3,5 auf 3,0 ist eine halbe. Man kann ja sagen, Viertel, halb, Dreiviertel um. So, also die Dreier. Und dann nehme ich das Stück und dann nehme ich aus jeder Luftmasche einfach die Maschen auf. Und das wollte ich euch jetzt zeigen. Da können wir noch eine Runde quatschen. Die erste habe ich ja. So, und dann gehe ich einfach rein, hole mir meine Maschen. Deshalb schlage ich auch immer gleich mit dem Faden und stricke einfach aus dieser Kette die Maschen. Ups. Die Maschen auf und das ist dann habe ich sozusagen mein Grundgerüst und dann wird geteilt in diese 3 Drittel und dann 2 Drittel für Vorder- und Hinterteil und 1 Drittel für die Ärmel und diesmal möchte ich nicht nur eine, sondern diesmal werde ich mal gucken, weil es soll ja ein Sommerpullover werden. Will ich so eine Raglan-Naht machen mit vielleicht ein kleines Lochmuster drin. Also die Maschen für die Raglan-Naht wird dann 2 oder 3, mal sehen. Einfach nur ganz einfach. Ich glaube, da finde ich irgendein Lesmuster-Schad, der bloß über 3 oder 4 Maschen geht. Und dann, dass das so ein bisschen, weiß ja von der reinen Optik, jetzt seht ihr schon, ich habe jetzt schon ein paar Maschen aufgenommen, nehme die ganz normal auf und dann
wird zur Runde geschlossen. Ich stricke dann meistens sicherheitshalber einmal rum. Und dann verteile ich die Maschenmarkierer. Und ich gehe auch eigentlich nur in das obere Glied rein von der Luftmasche. Man könnte auch in beide reingehen, aber ich mache immer eigentlich das obere. Das macht dann jeder so, wie er es gerne mag. Bei mir sieht man dann halt so ein bisschen die Kante, wo ich die Maschen dann aufgenommen habe. Und ich stricke ja auf alle Fälle auch erstmal einen kleinen Rollrand will ich machen und da ist das gar nicht so verkehrt. Jetzt muss ich gucken, hier in der bin ich drin, in die muss ich rein. Und das sind, ja, damit kann man dann arbeiten, weil ich weiß hundertprozentig, es passt über den Kopf. Ich weiß hundertprozentig, es ist nicht zu weit, so dass der Ausschnitt soll ja ein Rundhalsausschnitt werden mit Rollbündchen, ganz einfacher Raglan-Pullover. Und das ist die Methode, so habe ich das. Wir hatten das neulich im Livestream, so habe ich das vor, kann man sagen, gut 40 Jahren von meiner Oma gelernt, sogar schon ein bisschen drüber. Also ich weiß, dass ich mit 16 in der Zeit nicht mehr gestrickt habe. Da hatte ich dann andere Interessen. Ich habe vorher gestrickt und ich habe auch vorher schon Pullover gestrickt, so mit 12, 13, 14. So in dem Dreh, da war ich viel bei meiner Oma und die hat mir ja das Stricken beigebracht. Also ich habe von ihr so, ja, wir hatten ja andere Strickzeitungen als ihr auf der westlichen Seite Deutschlands, muss man damals ja so sagen. Klar hat Oma auch mal eine Strickzeitung mitgebracht, wenn sie bei ihrer Verwandtschaft. Wo haben wir denn Verwandtschaft? In Hannover. Aber ich kenne die nicht. Das war der. Meine Oma ist ja verwitwet, also im Krieg ist ja ihr Mann gestorben und der Bruder von ihrem Mann, der ist praktisch im westlichen, also sprich nach Hannover. Damals hat es den dahin verschlagen, weil die kamen ja irgendwie alle hier aus Richtung Polen. Da war Polen ja noch nicht Polen, sondern Deutschland. Und ich weiß nur, dass mein Opa bei Wüstenrot da muss irgendwo Wüstenrot gewesen sein, gearbeitet hat. Und es gibt wohl auch noch Nachkommen, die so in meinem Alter sind. Und ja. Aber wie gesagt, wir haben absolut keinen Kontakt. Ich habe auch da noch nie irgendwo mal irgendwo das, weil wir sind damit nicht, wir sind, nee, das war die falsche Luftmasche. Hier. Nicht, dass ich in eine doppelt reingehe. Wir sind da nicht so groß geworden, dass wir da Kontakt hatten. Nur Oma ist eben halt immer rübergefahren. Und natürlich haben sich die älteren Leute dann auch mal eine Strickzeitung, wie sie früher hießen. Ich weiß nicht, ob es die Sabrina oder zumindest die Boda, die gab es früher ja schon. Ob als Strickzeitung, weiß ich nicht, aber Nähzeitung, also auf alle Fälle Handarbeitszeitschriften wurden dann schon mit rüber geschmuggelt, weil sowas durfte man ja nicht einführen. Das wurde dann im Koffer gut verstaut, wo die alten Leutchen so ihre Sachen verstaut haben, erzähle ich jetzt nicht. Aber sie haben sie rüberbekommen. Genauso wie die Schmöker. Also hier diese, ach, was war es, 1-2 Euro Hefte, diese Liebesschnulzen-Romane. Ach, die habe ich geliebt, die habe ich bei Oma immer gelesen. Und da, die haben ja die älteren Leute dann immer geteilt. Die wohnen, da war der Name drinne und dann gingen die ja von einem Haushalt zum anderen und man tauschte sich dann da eben halt aus, weil sowas gab es ja bei uns nicht. Und wie gesagt, Oma hat den Raglan mir so beigebracht und da bin ich bis jetzt immer gut gefahren mit dieser Anleitung. Da kannst du dann jeden Pullover dir passend machen. Das geht genauso
Für eine Strickjacke würde ich jetzt dann eben halt nicht zur Runde schließen, sondern würde anders aufnehmen, weil man ja dann den V, also da nimmst du ja dann zu, da brauchst du ja dann bloß bis hierher die Raglan, also sprich bis zum Ärmel und die Vorder, die brauchst du ja dann nicht, weil du nimmst ja dann hier immer zu und damit hast du ja dann die Schräge für die Strickjacke und dann kannst du das nachher irgendwann, wenn du deine Schräge hast, brauchst du ja die Zunahme nicht mehr. Genau, so, jetzt bin ich gleich so weit. Was quatschen wir noch? Ich schwitze schon wieder wie Bolle. Ich habe heute noch viel zu tun, aber morgen ab 1 ist Anreise. Also um 1 hole ich die erste Dame vom Bahnhof ab. Und die anderen kommen alle mit dem Auto aus Dortmund und auch wieder aus dem Harz, aber aus Wernigerode diesmal. Und ja, das wäre was gewesen, wenn die 4 Leute aus Wernigerode, also 2 aus Wernigerode, 2 aus dem westlichen Harz, zufällig das gleiche Wochenende gebucht hätten. Das wäre bestimmt ein Spaß gewesen, weil ich glaube, die kennen sich untereinander auch. Und ja, wäre bestimmt lustig geworden. Aber nun ist es so, eine Truppe an dem Wochenende, eine Truppe an dem anderen Wochenende. So, jetzt habe ich gleich meine Luftmaschen alle aufgenommen. Ja, das ist am Anfang ein kleines bisschen friemelig, aber ich finde, man hat es dran. Es passt nachher. Jetzt ist die vorletzte und in die letzte, die hier. Da muss auch noch eine rein. Das kriege ich oder kriege ich nicht? Kriege ich doch hin. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So, jetzt haben wir sozusagen alle aufgenommen und hier kann ich es schön rummachen und jetzt würde ich anfangen zu zählen und würde dann, ich brauche einen 2,0er, um hier in die letzte Masche reinzukommen. Das ist da. Genau, die muss ich bloß ein bisschen lockerer machen. Die hat sich jetzt am Anfang, da wo ich die Luftmaschen angefangen habe. Ach, ich lege es mal hier hin. So, jetzt habe ich es. Jetzt muss ich da bloß noch die Masche rausstricken. Kinder, man verdüdelt sich aber auch selber. Nee, war doch richtig. So, festhalten, ziehen. Ach. Ich gehe mal da mit der 2,0er rein. Genau. Das ist, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Das ist nämlich vorne der Anfang, die erste Luftmasche, die zieht man ja gerne so ein kleines bisschen fest. Und jetzt ist er aber, ich muss sie noch mal abstricken. Die war noch nicht gestrickt. Die war nur so. Die lege ich jetzt so hin. Und jetzt ist sie gestrickt. Ach, jetzt stimmt wirklich alles. Und jetzt wird eigentlich gezählt, wie viele Maschen ich habe. Und dann wird geteilt. Und da zähle ich doch jetzt mal ganz kurz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, 90. 94 Maschen habe ich jetzt aufgenommen. Also
Ich habe das ja schon öfter mal erklärt. Und dann kommen unten die Kommentare, wie viel Maschen nehme ich auf, um diese Sache mit den Luftmaschen. Das ist ja das Gute, dass das jeder selber bei sich macht. Und deshalb kann ich nicht sagen, wie viel Maschen ihr Luftmaschenkette mäßig ihr braucht. Das ist, wie gesagt, was wollt ihr für einen Ausschnitt? Wollt ihr jetzt einen Rundausschnitt, dann nimmt da ganz und gar zu. Wollt ihr jetzt nur einen V-Ausschnitt, dann nehmt ihr nur bis ungefähr hier so die Luftmaschenkette. Und dann sind das natürlich nur 2 Drittel. Und dann teilt ihr das so auf, weil dann wird ja hier, wie gesagt, für den V-Ausschnitt zugenommen, um dann eine Jacke zu stricken. Oder ihr wollt sowieso einen V-Ausschnitt Pullover haben, kann man ja beim Raglan auch. Dann wird ja hier auch anders zugenommen. Und demzufolge kann ich da nicht jedem das sagen. Ich habe jetzt 94, muss ich mir merken. Müssen wir uns nur merken, merken, merken. Na, ich kann ja dann auch noch mal, falls ich es vergessen habe. Aber 94, dann ziehe ich von den 94 Maschen, eigentlich ziehe ich immer 4 Stück ab für die Raglan-Naht. Wenn ich eine Masche als Raglan-Naht mache, mache ich jetzt eine größere, irgendwie mit einem Muster drinne, dann muss ich natürlich die Maschenanzahl für die Raglan-Naht abziehen. Und demzufolge bei 94 Maschen wäre das jetzt natürlich, jetzt stricke ich erstmal eine Runde rüber, gleich links rüber, und dann werden nachher in die Maschenmarkierer reingehangen und dann kann die Aufteilung beginnen und dann kann ich das Teil, da brauche ich nicht viel überlegen, könnte ich das dann auch, also ja, also die Socken kommen dann nicht mit, die bleiben hier. Und ich entscheide mich für den V-Ausschnittssweater, den ich dann mitnehme zum Strickwochenende. Und ich werde den Pullover hier, den Sommerpullover, den leichten, den werde ich mitnehmen. Und ja, so viel Zeit zum Stricken habe ich dann sowieso wieder nicht. Aber das macht ja auch gar nichts. Läuft mir ja nicht weg. Ne? Und jetzt wird ganz normal abgestrickt. Ich habe die ganzen normal drauf und dann schließe ich zur Runde und dann ist da, wo da fange ich dann an, für wenn ich die Maschenmarkierer reinmache, dann mache ich meistens diese Seite Mitte hinten. Dann nehme ich, wenn ich weiß, wie viel ein Drittel ist, nehme ich erstmal die Hälfte für den Rücken zu. Dann nehme ich die Maschenmarkierer, dann ein Ärmel, dann Maschenmarkierer, Vorderteil, Maschenmarkierer, Ärmel, Maschenmarkierer und dann wieder hier. Und dann habe ich ja sozusagen das Teil dann in der Mitte. Und dann stricke ich, bei dem hier möchte ich, man kann es mit, man kann es ohne verkürzte Reihen stricken. Dann würde ich jetzt ein paar verkürzte Reihen hinten noch einbauen, so 3 Stück reichen eigentlich. Mit den German Short Rows, wie die so schön heißen. Ich habe geübt, ja, ihr merkt. Und dann wird nachher nur noch praktisch der Raglan gearbeitet, so lange wie man denkt. Und das soll ja ein Sommeroberteil werden. Ich werde mal sehen, wollemäßig reicht es auf alle Fälle für lang. Vielleicht mache ich mir da auch wirklich, weil das so ein schönes, leichtes Garn ist, einen langärmlichen. Zumindest weiß ich, ja, ich bin schon wieder sehr, sehr locker. Man könnte auch noch, aber es soll ja ein lockeres Oberteil werden. Also jetzt noch mit einer 2,5er stricken, das tue ich mir nicht an. Dann muss ich eben halt immer die Maschen ein bisschen fester ziehen und aber mit einer 2,5er so ein Pullover stricken will ich nicht. So, jetzt will ich euch nicht wieder langweilen. Wir haben jetzt garantiert schon eine Dreiviertelstunde. Ansonsten habe ich eigentlich auch gar nichts mehr Strickiges. Wie gesagt, das wollte ich euch mal so zeigen, wie ich meine Raglan-Pullover
aufbaue. Es ist ja in dem Sinne, ja, wie sagt Anne immer, Strickrezept. Das ist ja keine Anleitung, sondern das ist ja nur ein Rezept. Ein Rezept kann man, wie gesagt, abwandeln. Das kann jeder für sich individuell dann eben halt anpassen. Aber genauso mit dieser Luftmaschenkette stricke ich ja auch meine Mützen, damit ich dann weiß, passen sie rum oder bei meinem Mann. Nichts ist schlimmer, als wenn ich schon so ein Stück habe und dann ist es zu fest oder so. Und so mache ich dann die. Aber dann packe ich hier hinten die Luftmaschenkette direkt unten im Nacken, wo ja auch die Mütze dann sitzt, und gehe so nach schräg hoch und nicht so, wie man jetzt so durchschlüpfen würde, wie bei der. Also, und dann nehme ich da denn die Maschen auf und dann stricke ich auch meine ganz normale Mütze nach oben. Also das ist, und da kann man dann Muster stricken, da kann man glatt rechts hoch stricken, man kann eins rechts, eins links oder wie die Fischermütze im zwei rechts, zwei links oder so. Also das ist auch eine gute Sache und man ist in dem Sinne flexibel, weil jedes Garn hat ja eine unterschiedliche Länge, maschenprobenmäßig, als und dann kann man das einfach nur so prima, prima anpassen. Klar stricke ich gerne Pullover nach Anleitung und da werde ich auch noch welche stricken und dafür wäre dann wieder eine Maschenprobe wichtig. Aber bei dem hier weiß ich, die Maschenprobe habe ich nicht nur für diesen Pullover gemacht, sondern auch für zukünftige, denn die werden ab. Ja, ich will mir noch so ein Hefter, so einen kleinen A5 ist das, so einen kleinen, mit, wo man so eine kleine Klarsichtfolie und da kommen dann die Maschenproben alle rein und dann kann ich dann immer, wenn ich mal wieder mit dem gleichen Garn stricke, kann ich mir das sozusagen Maschenproben Journal nehmen und kann gucken, ach, das war die Wolle, die strickt sich so und so. Also es ist nicht umsonst gewesen, die Maschenprobe. Ich weiß, sie geht ein bisschen nicht viel in die Länge, aber eher ein bisschen in die Breite. Und das ist schon mal gut zu wissen für die nächsten Projekte, die dann eben halt auch aus so einem Garn, denn ich habe ja noch den schönen Lila-Ton. Lila. Jetzt habe ich die Reihe gleich. Also die Reihe stricke ich noch zu Ende, da müsst ihr jetzt durch. Und dann wollte ich ja noch ein bisschen was. Ich kann ja auch in der Zeit schon was vom Strickwochenende erzählen. Also wie gesagt, Alex von Wolleule, ich sage immer Wolleule Alex. Also so, der Kanal heißt aber, ich glaube, nur Wolleule auf YouTube. Ich blende das auf alle Fälle ein. Konnte ich kennenlernen. Sie war mit einer Freundin, wie gesagt, aus dem Harz bei mir zum Strickwochenende und das ist jetzt mal für mich so gewesen, wie es für euch ist, wenn ihr zu mir kommt. Ihr kennt mich ja hier über YouTube oder zumindest denkt ihr, dass ihr mich kennt. Aber bis jetzt hat sich da noch keiner irgendwo beschwert. Aber das ist natürlich anders. Also ich kannte Alex ja auch nur von ihren YouTube-Videos. Ups. Und das war dann für mich auch mal so ein Moment, das mitzuerleben, wenn man dann jemanden wahrhaftig, leiblich, wenn sie leiblich vor einem stehen, so, ich kann jetzt hier gar nicht weiter großartig stricken. Ach, die mache ich erstmal hier wieder rauf. Die habe ich schon abgestrickt, weil jetzt müsste ich ja einen anfangen mit einteilen. Und ich bin mir noch nicht schlüssig, was ich für eine Raglan-Naht brauche, wie viel Maschen. Da muss ich dann nachher mal gucken. Also muss ich es zur Seite packen und dann quatschen wir so noch. Also wie gesagt, war super toll. Die Truppe war wieder super. Man versteht sich auf Anhieb, finde ich, unter uns. Wir haben ja nun mal das gleiche Hobby, also die gleichen Interessen. Und ich habe ja meine Strickwochenenden immer so, das war so ungefähr, je nachdem, zwischen 4 und 6 Personen sind.
Und damit hat man eine kleine Gruppe, kann sich super austauschen, es ist nicht so riesig und unübersichtlich. Man kriegt auch alles sozusagen mit. Okay, ich habe ein bisschen weniger Zeit, aber die Mädels haben sich super, entweder weil es sehr, sehr heiß war, hinten in die Terrasse, da blende ich ein Bild ein, das ist so ein im Garten, so ein haben die Vermieter da so gebaut, wo da könnte man auch schlafen drunter, da sitzt man im Sommer drunter, wenn die Terrasse zu klein wird oder also wenn man mehrere Leute mehr Platz braucht und so weiter, haben wir uns da unten hin verzogen. Und ansonsten haben wir oben auf der Terrasse gesessen. Und ja, wie gesagt, ein paar Bilder werde ich einblenden am Ende. Und was wollte ich noch sagen? Also ich staune immer wieder, wie schnell man sozusagen so ist, als wenn man erst gestern oder vor einer Woche sich verabschiedet hat und gesagt hat, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Kontakt ist wirklich gleich da. Und am Samstag habe ich ab und zu auch mal Tagesgäste mit bei, die so aus der näheren Umgebung sind, die keine 7, 8 Stunden Fahrzeit haben oder die Leute aus dem Harz, die waren mit dem Zug 3 Stunden, 3,5 Stunden oder so unterwegs, geht auch noch. Also ja, und dann ist man natürlich dann samstags eben halt eine größere Runde, war aber auch nicht schlecht. Und hallo Antje und hallo Heidi, es war wieder schön, dass ihr auch wieder dazu gestoßen seid am Samstag als Tagesgast. Ja, manchmal tut es mir leid, dass ich mich denn nicht so mit jedem Einzelnen so ausführlich unterhalten kann, weil, wie gesagt, ich ja dann noch die Verpflegung mache und die Organisation mit dem Essen, Trinken, wer will was, mal einkaufen fahren zwischendurch, falls noch irgendwas fehlt oder so. Und alle, die bis jetzt da waren, haben immer gesagt, du machst immer viel, viel, viel zu viel. Und demzufolge wird es ab nächstes Jahr auch nicht mehr voll, sondern nur noch Halbpension geben. Also so ein richtig schönes ausgiebiges Frühstück, so dass man da in Ruhe sitzt. Also wir sitzen meistens immer so eine halbe, dreiviertel Stunde sowieso gemütlich zusammen beim Frühstück und da wird schon rumgeschnattert und das wird genossen draußen mit dem Frühstück und so. Und dann wird es bloß noch abends warm geben und am Tage dann guckt man mal. Wir haben mehrere Gastronomitäten in der Nähe. Dann wird entweder was geholt oder also die Küche steht ja jedem zur freien Verfügung. Vielleicht sagt ja auch der ein oder andere Mensch, ich mach mal gleich hier so oder dass man nur einfach einen Salat schnippelt und was Leichtes braucht oder so. Also wie gesagt, so ist das jetzt ab nächstes Jahr konzipiert, dass das dann eben halt nur noch diese zwei Sachen gibt, dass ich auch mal ein bisschen mehr Zeit habe, um mich mit euch zu nicht beschäftigen, sondern um euch besser kennenzulernen. Weil manchmal ist es immer schade, dann stehst du wieder in der Küche und machst und tust und würdest eigentlich auch viel lieber mit den anderen noch reden und quatschen. Und zu so einem Strickurlaub kommt man ja, um zu stricken und um sich auszutauschen und nicht nur um zu essen, finde ich. Genau. Also das wäre so das, was ab nächstes Jahr dann ein bisschen anders laufen wird. Ich werde das dann auch alles nochmal in den Flyern machen. Was sich geändert hat, ist, es gibt nur, na okay, der Mai ist ja sowieso nicht für euch. Es gibt im Juni bloß ein Wochenende, das andere ist gestrichen, weil es da Komplikationen mit dem Buchen gab. Und da habe ich zu der Besitzerin gesagt, kein Problem, ein Wochenende im Juni reicht auch. Da sind aber schon, ich habe ja meinen Schlock, guck mal, was ich für einen Kalender habe. Den brauche ich auch. Da ist das Jahr 24 drinne und wir haben das halbe 23 auch noch drinne. Also sprich, bis hier vorne ist alles 23 und ab hier geht 24 los und ich habe mir da schon so einige eingetragen. Das mache ich immer, wenn ich eine Anfrage bekomme, dass ich das gleich mit einsortiere. Und im Moment
habe ich noch einen, hätte ich im Juni noch einen Platz, das wäre der 27. bis 30. Es kann sich aber alles wieder umändern, weil, wie gesagt, ich ja die Leute im Januar erst anschreibe, ob und so weiter. Dann wird es diesmal auch so sein, dass ihr dann was anzahlt und dann 4 Wochen vorher oder so den Rest. Da muss ich mal gucken, das kriege ich dann auch hin. Und dann werden wir das so machen. Und im Juli haben wir noch ein Wochenende. Da ist soweit alles noch, glaube ich, frei. Und im September, da habe ich schon da sind schon 2 Zimmer weg. Da wären für September wären noch 3 im Angebot. Also, wie gesagt, wer gerne auf die Liste möchte, schreibt mich an. Ich habe hier und ich schreibe mir dann alle Namen rein und die Leute, so wie sie drinne stehen, werden dann angeschrieben und dann entweder es klappt oder es klappt nicht. Bei euch kann ja auch immer noch irgendwas dazwischen kommen. Genau. Und das nächste Jahr werde ich wahrscheinlich zu 99,9% auch eine ganze Woche mit anbieten. Da sind aber auch schon fast alle Plätze belegt, weil das war so eine spontane Idee und dann gucke ich mal, wie das so funktioniert. Und dann kann man auch mal sagen, okay, man macht von Montag bis Sonntag so eine ganze Woche Strickurlaub. Gibt es ja auch schon in Deutschland eben halt. Und dann lohnt sich das auch für die, die von weiter her kommen. Ne? Aber da muss ich dann immer gucken, wie ich Plätze kriege. Also bis jetzt für 24 ist eins, damit wir das mal austesten. Und wenn das gut ist und wenn ihr eventuell auch sagt, ja, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Aber dann erst in 25 und dann würde ich vielleicht in 25 eben halt vielleicht 2 so eine langen Wochenenden machen und dann eben halt nur noch 3 so eine kurzen, also eine ganze Woche, 2 und 3 kurze, die 4 Tage, je nachdem. Müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt und wie das ankommt, wie wir da klarkommen miteinander. Dann kann man auch vielleicht mal sagen, ich bin ja sowieso dann auch vor Ort. Und dann kann man auch sagen, Mensch, man macht mal irgendwo einen Ausflug und zeigt euch mal hier irgendwas von der Gegend. Oder manche sind ja auch selber mit dem Auto dann da und dann sagen sie, Mensch, wir machen heute mal einen Ausflug in die und die. Was kannst du mir empfehlen? Dann würde ich sagen, hier könnt ihr euch angucken oder das. Und dann trifft man sich wieder zum Stricken. Also das schwebt mir so vor, dass wir das dann eben halt in der Version dann auch so dem nach und nach ausbauen. Das muss ich bloß eben halt sehen, wie ich das so Zeitmanagement-technikmäßig auf die Reihe bekomme. Ich teste es nächstes Jahr mal aus, eine ganze Woche, wie das so ist, ob ich danach noch mehr tot bin oder nicht. Aber es wird ja jetzt schon ein bisschen weniger durch diese Halbpension, dass man dann eben halt ein bisschen weniger Arbeitsaufwand in dem Sinne hat und auch mal ein bisschen mehr Zeit hat, mit euch zu quatschen. So, und jetzt habe ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet. Ihr wisst jetzt, wie ich meine Raglan mit der Luftmaschenkette, ich habe es euch jetzt gezeigt, mal live. Wie gesagt, wenn man eine Jacke strickt, dann macht man natürlich nicht ganz und gar rum, weil man braucht das ja hier vorne nicht zu, sondern dann macht man die bloß ungefähr bis hierher, wo eigentlich die Naht anfängt, hält sich das bis dahin. Und dann teilt man nur ein Drittel, das eine, also man teilt es dann durch, eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eigentlich teilt man es auch durch 3, nimmt aber dann praktisch ein Drittel und hier das eine Drittel, denn nee, das geht ja gar nicht, dann habe ich bloß die Hälfte. Da muss ich nochmal nachgucken. Auf alle Fälle so, dass man ja hier jetzt, wenn man hier die Raglan-Naht hat, nimmt man ja auch immer diese, da nimmt man ja auch zu. Und dann kommt das, also Jacke probiere ich auch nochmal aus, sag's euch genau. Pullover ist auf alle Fälle erstmal so mit dieser Luftmaschenkette. Und dann, weil, wie gesagt, okay, wenn man eine Jacke haben will und die soll dann gleich so zu sein, dann kann man es auch so machen und strickt sie offen. Aber wenn man jetzt eine mit V-Ausschnitt hat, da ist es ein bisschen anders, das System. Okay. So, und zum Abschluss lassen wir sie nochmal klingeln.
Ich finde das so toll. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch ein schönes Wochenende. Und die Temperaturen sollen ja wieder ein bisschen was zum Durchatmen werden. Und freue mich, dass ich jetzt alles soweit fertig habe und dann dass die nächsten Gäste begrüßen kann bei mir hier. Und ja, werde auch fleißig weiter stricken, denn der Teststrick für den V-Pullover soll ja im Juli eigentlich noch starten. Da muss ich noch ein bisschen Gas geben. Und wenn es nicht ganz Juli wird, dann wird es eben halt Mitte oder Ende Juli, so dass wir dann sagen, Mitte, Ende August könnte man dann sagen, ist es auch die richtige Zeit für so einen Pullover. Vielleicht wird es auch erst Anfang September, die dann rauszubringen. Wir werden sehen. In diesem Sinne verbleibe ich. Ich trinke noch aus. Sage wieder Tschüssikowski. Und für alle die, die dann gerne am Sonntag wieder zum Livestream dazukommen, bitte gerne. Ich werde es bestimmt wieder schaffen. Und werde dann auch wieder ein bisschen was berichten. Und ja, mir macht es immer Spaß mit euch. Und erzähle ich beim nächsten Livestream. Genau. Okay. Ich wünsche alles Gute, bleibt gesund und ja, strickt schön fleißig oder häkelt schön fleißig. Und ja, bei mir gibt es auch andere Zeiten, wo dann wieder ein bisschen mehr zu sehen ist, aber im Moment habe ich leider Gottes nicht viel auf der Nadel. Aber sowas gibt es eben halt auch und es macht mir trotzdem Spaß. Also, ich hoffe euch auch und ihr bleibt mir treu. Tschüss!